Das Wiener Rathaus, vor dem aktuell der Christkindlmarkt stattfindet und sich viele, viele Schüler drängen, ist auch die Wirkungsstätte des NEOS Bildungsstadtrates Christoph Wiederkehr, gleichzeitig Vizebürgermeister von Wien. Und er ist momentan ein bisschen in Erklärungsnot, muss man ehrlicherweise sagen, denn es gibt erschreckende Zahlen. Nach einer Anfrage des Standard ist nämlich herausgekommen, dass von exakt 18.722 Tafelklassler, Stichtag 1. Oktober, rund 8.342, das entspricht 44,6%, einen außerordentlichen Status haben. Grund dafür ist, sie können nicht ausreichend Deutsch sprechen. Das spricht dafür, dass knapp 50% der Tafelklassler einfach nicht dem Unterricht folgen können in deutscher Sprache und deswegen eben diesen außerordentlichen Status haben. Jetzt kommen natürlich Forderungen. Zum Beispiel wird da ein bisschen nachgebessert bei den Sommerdeutschkursen. Bislang waren es 3.900 Schüler, die da gefördert worden sind im Sommer. Jetzt sollen es dann 4.900 sein, also 1.000 Plätze dazu und 400 davon, vor allem für Schüler, die eben dann in die Volksschule, in die erste Klasse kommen. Übrigens im Vergleich zum Vorjahr, auch da waren schon relativ hohe Zahlen, da allerdings noch 36% der Schüler, die diesen außerordentlichen Status eben wegen ihrer schlechten Deutschkenntnisse gehabt haben. Eine weitere Forderung wird da jetzt von Beate Meindl-Reisinger, der NEOS-Chefin, aufs Tapet gebracht. Sie fordert ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Sowas wäre prinzipiell auch von der SPÖ gewünscht. Dazu hat sich in einem Ö1-Interview übrigens die Frauensprecherin der SPÖ, Eva Maria Holzleitner, geäußert und gemeint, da müsste es allerdings auch eine vernünftige Gegenfinanzierung dafür geben.